Ja, die Wartdauer auch wieder an der Wiege. Was bedeutet denn die Wiege für euch, für die Gerbler? Ja, wir können uns Wartdauer hier natürlich von unserer besten Seite zeigen. Das heisst, wir haben im Wartdauer wie hier sonst in der Region auch einen Haufen innovative Gewerbler. Und da ist eine gute Plattform, um uns hier ein Publikum aus der Region oder aus der weiteren Umgebung können von der besten Seite zu präsentieren. Jetzt haben ihr einen Haufen Gewerbler hier. Wie viele sind denn das? Wir sind jetzt 16 Aussteller hier. Nicht gern so viel wie andere Jahre auch schon, aber bekanntlich zählt ja Qualität und nicht Quantität. Jetzt die 16 Stände der Wiege, die zeigen einen gewissen Querschnitt, oder? Natürlich, das Wartauer Gewerbe. Aber natürlich auch nach der Wiege hat das Wartauer einiges zu bieten, oder? Genau, es hat natürlich auch einen Haufen Gewerber im Wartau, die aus Zeitgründen oder wie auch immer nicht da sein können. Aber wir haben sehr ein breites Spektrum an Gewerben, die wir anbieten können, wo wir natürlich auch uns gerne nach der Wiege bemühen, um zum einen oder anderen Auftrag zu kommen oder zum Kunden mindestens so beraten, dass sie auf den Geschmack können von uns Gewerbern im Wartau. Wie ist das jetzt für einen Gewerber? Hast du jetzt in der Wiege stehen, am Stand stehen, nebenzu hast du noch Betrieb. Du hast ja nicht vor langer Zeit auch selbstständig jetzt angefangen. Also es ist eine Doppelbelastung im Jahr, oder? Immer gewisser Sinn schon, aber wenn ich jetzt hier heute in die Runde schaue und sehe, wie viele interessierte Besucher das die Wiege hat und die auch bei uns hier Rast machen, ist es nicht eine Belastung, es ist eine Bereicherung natürlich für den Betrieb und es ist immer eine Sache, um den Betrieb nebenbei organisieren mit guten Mitarbeitern, die man gut allein schauen. Du hast das Gefühl, für Gewerbler bringt es eben gleich etwas. Also gut investiertes Geld und Engagement. Das ist sicher so. Auch wenn man den Kontakt pflegt mit anderen Handwerkern aus der Region, auch wenn das aus der gleichen Branche ist, man kann sich austauschen. Man merkt und spürt, dass man gemeinsam im Standort Werdenberg als Gewerbler und als kleiner Gewerbler kann seinen Teil beitragen kann, dass wir auch eine Zukunft gemeinsam können, schaffen können, dass unsere Wirtschaftsregion Werdenberg Bestand wird haben. Wartau leistungsfähig, das zeigt sich hier eindeutig. Es sind ja auch keine Grossfirmen hier, aber im Wartau sind ja noch verschiedene Grossfirmen. Meinst du, wir können für eine künftige Wiege auch noch mal andere Grossfirmen im Wartau zu überzeugen, dass sich hier vielleicht auch präsentieren? Man geht die Industriebetriebe immer an und hofft, dass sie auch mal mitkommen die Wiege. Die haben natürlich grössere Ausstellungen, Zürich, Basel, weil die haben ein anderes Zielpublikum als hier in der Region, weil die doch Geräte und Maschinen herstellen, die jetzt nicht im Hausgebrauch können in Einsatz gebracht werden. Eine letzte Frage, Rolf, apropos Region. Hast du schon Kontakt gehabt zu Leuten, die jetzt von weit her gekommen sind? Also gibt es das auch? Oder sind es vor allem einfach Werdenberger? Also sind natürlich vor allem Werdenberger, sind auch ein Haufen Leute, die man natürlich schon kennt. Hat aber auch Leute von auswärts her. Das ist immer die Sache von dem, der am Stand steht. Über aktiv will in Kontakt treten mit den Leuten. Wir dann warten, machen es mit einem Wettbewerb. Dass wir auch Leute, die wir nicht kennen, aber denken, ja, das wären noch Leute, die man gerne in Kontakt kommt, mit dem Wettbewerb in unseren eigenen Stand locken. Denen ein bisschen helfen, den Wettbewerb auszufüllen, da muss man ehrlich sein. Und aber natürlich das dann auch gute Kontakte geben können und auch bei denen der ein oder andere Auftrag vielleicht hängen bleibt.